Servusle, grüßt euch, willkommen zurück bei Dark and Light mit dem Voucher und mit dem Alderle. Wir haben gerade so ganz minimal ein bisschen Holz und Stein rangeholt. Das würde ich jetzt gerne oben durchlaufen lassen, dass wir ein paar Steinelementare jetzt fast gesagt, ein paar Elemente durchjagen oben, während wir in der Wall bauen. Heute machen wir eine gemütliche Baurunde am Sonntag, bisschen gechillt. Ich möchte die Wall ja auch mal irgendwann dann tatsächlich fertig kriegen. Ich meine, das wird von heute auf morgen wahrscheinlich nichts, aber so ein bisschen Hand anlegen können wir. Die Schafe sind am Arbeiten, die holen uns die letzten Prozent vom Zähm-Skill parallel schon mit ran. Buddy Badenser ist jetzt übrigens umgestiegen, der ist jetzt kein Feinmechaniker mehr. Der ist von Zahnrädern umgestiegen auf Verträge oder ist gerade dabei. Dann haben wir hier die letzten Prozentpunkte bis zur Ballista, die sind jetzt auch bald erledigt. Ein bisschen was fehlt noch in Taumaturgie, ich glaube 80%, dann können wir diesen Stein herstellen, den wir für die Elementarsteine brauchen und so weiter. Wir kommen also gediegen und gemütlich und gechillt vorwärts. So, wir haben 14 Säulen, 6 normale Teile, ein paar Fundamente haben wir. Eigentlich könnte man das jetzt schon direkt verbauen, ich will aber unten an der Wall weitermachen. Da wartet nämlich der Dicke mit Material auf uns. Wir werden auch die ein oder andere Steintreppe hier setzen und wir werden mehr Wände brauchen und den Rest hauen wir hier durch. Das kann sich schon mal machen. Während wir jetzt gleich runtergehen. Sollten wir auf jeden Fall. Habe ich hier oben noch irgendwas vergessen? Nö, wir gehen jetzt einfach runter. Getrunken und gegessen. Das können wir unterwegs machen. Wir sind ja jetzt heute an der Basis. Also wenn jetzt da was verrutscht, gehen wir halt kurz hoch essen. So, hier ist alles am Laufen. Bin ich froh und stolz. Tja, mein Fröckle ist mal auch gestorben. Da war ich aber mit selber schuld. Ich bin auf einem Panda gelandet, mehr oder weniger. Und dann ging es wieder. Kennt es ja, manchmal ist es einfach zu extrem. Und dann hast du plötzlich kein Tier mehr, ne? Dann habe ich uns einen neuen Frog gezähmt. Jetzt haben wir halt wieder nur einen. Deswegen heißt er auch noch Frog. Ja, sowas passiert. Aber ich war schon so weit mit Vorbereiten der Mats für heute. Da konnte ich jetzt nicht resetten, weißt du? Deswegen habe ich dann neuen gezähmt, statt den Spielstand nochmal zu starten. So, aber bevor uns wieder was passiert, gehst du mal hier rein. Hier ist nämlich wunderschön Platz. Da könnt ihr euch ausruhen und auschillen. So, mein Freund. Er ist schon ein Guter. Er ist schon ein Guter. Also vom Kampfverhalten. Ihr seht schon, ich habe wirklich sehr viel vorbereitet. Da werden wir jetzt auch die ein oder andere Geschichte heute zusammen bauen. Ganz wichtig wäre mir mal, wenn man vor der Wall steht, von innen der rechte Bereich, dass man den einfach mal von außen auch ein bisschen zieht. Achso, ich muss euch ja zeigen. Ich muss euch ja zeigen, es ist ja wieder ein bisschen was dazugekommen an der Wall. Pass mal auf. Hier, ne, so ein bisschen angelehnt an die letzte Staffel, allerdings nicht hundertprozentig, gibt es dann hier den Eingangsbereich in die Goblin City. Da wird es dann auch wieder so sein, dass wir hier irgendwie reinkommen. Das wird vielleicht aus Steinsäulen später sein. Das habe ich jetzt professorisch mal so angezeichnet. Hier im unteren Bereich werden wir mal jetzt schauen. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie wir es machen. Ob da oben noch ein Balkon hinkommen soll, so außenrum, für die Öfen. Ob ich oben die Schmiede reinmache oder unten, das muss ich mal sehen. Irgendwo muss ja die Magiewerkbank hin und die normale Werkbank. Siehst du, dann haben wir hier den Hochbereich. Hier könnte man eigentlich auch wunderschön. Und hier will ich dann später auch rumkommen. Hier entlang wieder irgendwie, da können wir auch eine Kleinigkeit aufbasteln. Müssen wir mal schauen. Auch hier möchte ich es verwinkelt, aber es darf nachher nicht verwinkelt aussehen von außen, ne? Es darf aussehen wie eine Wall mit Gebäude, sollte aber den Charakter einer Wall behalten. So, das muss ich mir noch in Ruhe angucken. Da bin ich gerade in dem Status, dass ich es auf mich wirken lasse. So, das ist dann praktisch hier unsere kleine Goblin City Schmiede. Goblinhausen, also diese kleinen Baracken, die kommen natürlich hinten wieder hin. Wir machen jetzt von außen zu. Von außen zu und zwar auf die komplette Höhe. Weil da vorne wird es ja ein bisschen flacher, dass ich mal das Gesamtbild sehe. Ich bin mir mit den Ballistas nämlich noch nicht ganz sicher, wo die nachher hinkommen. Angezeichnet habe ich sie eigentlich auf die erste Laufebene. Der läuft komisch, gell? Das ist mein kleiner Schlittschuhfahrer hier, mein Schlittschuhdriver, Alterle. So, hier sind ja die Ballistas angedacht, wo die Dreiecke rauszischen. In die Richtung kommt es auch richtig gut, weil da das Bergland nachher in die Richtung flach wird. Hier wird es natürlich fast auf Bodenhöhe sein, da hinten, aber das ist okay. Da kenne ich jetzt nichts, weißt du? Jetzt machen wir mal hier so weit zu, wie wir können. Würde ich sagen, komme ich da überhaupt von hier überall hin? Oh, ich habe noch gar kein Material eingeladen. Entschuldigung, Entschuldigung. Da bin ich schon am Bauen, weil haben wir nichts in der Hand, weißt du? Pass mal auf, nimm dir mal die hier. Die brauchen wir auf jeden Fall gleich. Wir werden mit Sicherheit das eine oder andere Deckenelement brauchen. Zur Verstärkung werden wir bestimmt auch ein paar von denen hier benötigen. Was brauche ich denn noch? Hier, die da, die brauche ich auf jeden Fall. Die auch für oben. Ah ja, und ein Bestientor will ich noch setzen, Leute. Und zwar innen drin, dass innen auch ein Bestientor ist. Weißt du, dass dieser Teilbereich, wo jetzt der Frog steht, später von außen zugemacht werden kann, dass man da auch mal geschwind was zähmen könnte, wenn man Bock hat, ne? Wenn es mal schnell gehen muss. Deswegen kommt da auch noch ein Tor hin. Jetzt pass mal auf, jetzt will ich mal gucken, wie weit ich die hier runtersnappen kann. Dürften zwei Stück noch gehen. Eine. Zwei. Ah, wenn wir Glück haben, kriegen wir da auch noch eins hin. Dann muss ich hier nicht so viel Barrikaden aufsetzen.
Und? Jo, schaffen wir noch eine? Eine geht noch. Yeah. Ja, gut, hier bleibt es natürlich dann leicht offen, aber da lasse ich mir dann später schon auch was einfallen. Hoppla. Aber oben drüber wird es gehen, ne? Jetzt ist nur die Frage. Ich muss die mal rausziehen. Ich muss die mal rausziehen. Hier ist zum Beispiel, das gefällt mir eigentlich nicht, aber das ließe sich in diesem Moment nicht anders lösen. Oben ist es aber gerade, da habe ich drauf geachtet. Wir gehen von vorne nach hinten, sonst wird es nachher wieder schief und scheps. Hier ist auch ein leichter Versatz drin, der aber oben gerade sich ausläuft. Jetzt pass auf, hier will ich dann wieder eine Ballista reinhauen, hier nicht. Dann kommt hier auf jeden Fall noch eine hin, hier nicht. Hier käme wieder eine hin, ja, das ziehen wir so durch. Die werden halt nie alle gleichzeitig aktiv sein, wenn die ganzen Verträge zeitlich begrenzt sind. Aber hier kommt schon noch eine hin, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier jetzt eine hinmache, nee, hier würde ich zumachen. Hier fangen wir dann an, die Wall tatsächlich abzuschließen. Da kommt dann auf die nächste Ebene erst wieder eine hin. Siehst du, hier ist dann auch bescheuert. Hoppla, versetzt. Deswegen habe ich so viele Elemente gemacht, weil ich mich gern mal versetze. Dann können wir doch jetzt eigentlich, habe ich die Dreiecke da. 5 Stück ist ein bisschen wenig, da hätte ich mehr machen können. Einfach mal eine Runde bauen, dachte ich mir heute. Ein bisschen oben, ein bisschen unten, weißt du? Dass wir hier auch mal ein bisschen den Effekt, den das ganze Ding hier bekommt, zusammen erleben. Nicht, dass ich immer nur einlogge und zeige, was ich aber machen muss, weil sonst reicht uns die Zeit nicht, solche Gebäude hier zu basteln. Aber eine Mischung, oder? Einfach mal eine Mischung. Jetzt habe ich natürlich Scheiße gebaut. Jetzt habe ich natürlich Scheiße gebaut. Nee, habe ich nicht. Bleib du mal hier stehen, bewach mal alles. Ich müsste fast mit dem Frog noch rausfliegen. Ja, nee, nee, das passt schon. Da drin kommen ja die Türelemente hin, oder? Ich muss von der Seite mal gucken. Ja, ja, da kommen die Türelemente hin. Wir können jetzt auch fast... Die können wir jetzt gleichsetzen. Hast du die Türelemente? Ja, komm, wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Ah, hier, die habe ich schon... Da, Voucher, Voucher. So ist das. Das liegt aber nur am Labern, ne? Wenn ich so offscreen vor mich hin bastel, ist es nicht ganz so tragisch. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Au. Siehste? Siehste, da ist doch wieder ein Versatz drin. Das ist scheiße. Das wird sonst übel ausgehen, weil hier wieder... Das hat aber doch gerade ausgesehen gerade. Muss ich rein? Da muss ich jetzt hinein. Kurzer Moment. Das müssen wir von innen angucken. Kommst du hier durch? Nee, da kommen wir nicht durch. Kannst wieder aufstehen, da kommst du nicht durch, Alter. Hier vielleicht? Ja, hier schafft das. Ist ja ein Zweig, ne? Ist ja ein Zweig. So, Leute, jetzt muss ich mal gucken. Das ist ja scheiße. Das sah doch von oben so gerade aus. Hier, das darf nicht sein. Die da ist kleiner hier, ne? Die da. Dann demolische ich die mal. Jetzt ist es wieder gerade. Ja doch, das passt schon. Das habe ich irgendwie ausgeglichen. Ich vergesse nur alles auch manchmal gern, wie ich es gemacht habe. Jetzt passt es wieder, ne? Jetzt ist es dieselbe Höhe. Und das muss schon sein, sonst gibt es da so komische Laufbrücken, die ja nicht packt. So, perfekt. Dann ist die Geschichte hier schon mal zu. Jetzt setzen wir einfach mal von innen. Ich bin nämlich noch gar nicht sicher, ob ich sie 2 breit mache oder ob ich an den Ausläufern die Wall auf 3 Stufen, also hier 3 in die Breite mache, dass wir innen drin halt viel, viel Platz haben, was anzufangen, weißt du? Stopp. Das ging nicht. Doch, das ging. Das ging immer. Wollte gerade sagen. Es gibt eins, wo nicht funktioniert. Ich glaube, man kann teilweise Türen... auf Türen bauen, aber sobald du oben irgendwie eine Decke hast, setzt er die nicht mehr. Da muss man dann umgekehrt praktisch basteln. Also Tür auf Tür geht. Und wenn man aber oben eine Decke schon hat, kann man das letzte Element nicht als Tür setzen, habe ich gemerkt. Warum auch immer. So, ist jetzt aber nicht so wichtig heute, weil... Jetzt geht es erstmal hier weiter. Ich weiß auch noch nicht, wie hoch wir sie machen. Sie soll auf jeden Fall noch eine zweite Lauftrasse kriegen. Jetzt sind wir ja auf der ersten. Und auf der ersten sieht man eigentlich ja nichts nach außen, sondern nur die Ballista-Dinger zum Aufladen. Weißt du, da gehst du dann später hier auf diesem Laufweg her. Dann kann man sich die Ballistas hier laden oder was auch immer. Ne? Muss ja mal teilweise Pfeile reinmachen und so weiter. Schauen wir mal. Ich bin mir halt immer, ich baue das ja immer so, dass eigentlich die Erkenntnis, wie es tatsächlich wird, immer noch Luft hat, ja. Also ich mache jetzt nicht irgendwie ein fertiges Bild und sage, so baue ich das jetzt 1:1, sondern ich lasse immer ein bisschen Luft. Oh, wir haben keine Elemente mehr. Wir haben keine Elemente mehr, müssen wir raus. Dann müssen wir raus, aber ich hole mir jetzt vom Frog aus das Material, weil dann kann ich schön wieder reinfliegen, weißt du? So, mein Baby, 149, wann bist du gestiegen? Im Schatten, beim Schatten chillen. Guck mal, wie es jetzt schon aussieht, ne? Das meinte ich mit Wall-Charakter erhalten. Ja, also innen drin sind zwar Gebäude und alles, ja, und ein kleines Goblinstädtle und, aber es darf den Charakter der Wall halt nicht verlieren. So, Alter, du kannst nicht so viel tragen wie der Dicke. Vom Frog komme ich immer noch ganz schlecht runter. Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht, ne? Jetzt pass auf, wir nehmen auf jeden Fall mal noch 14 von denen. Die würde ich auch noch gern verbauen gleich.
Lass uns mal die untere Reihe Spikes nämlich noch ansetzen. Pass mal auf, das machen wir jetzt als erstes. Hehe, da habe ich am meisten Bock. Ich liebe diese Spikes in diesem Spiel. Ich kann es euch nicht sagen, wie sehr ich sie liebe. Schalali und Schalalümle. So, hier muss ich jetzt nochmal gucken. Machen wir mal hier als erstes eins hin und hier. Dann hier ums Eck. Genau. Ja, Wunderbärle. Wunderbärle. Da musst du nur aufpassen. Ich habe 50 Stück vorbereitet, ne? Die sind ruckzuck verbaut halt. Die sind halt immer ruckzuck verbaut. Das passt auch, das passt auch, das passt auch. Ich würde zumindest gern die untere Reihe mal hintere ziehen. Hier zum Beispiel, Leute. Da muss auch noch eins hin. Da passt sogar noch eins hin. Das ist sehr gut. Oh, guck mal. Guck mal, da brauchst du gar keine Untergrundgeschichten dafür. Man kann die Spikes auch so setzen. Guck mal, das habe ich gar nicht gewusst. Super, wenn sie das jetzt noch schaffen, dass die auch wirklich auf eine ganz kleine Mini-Distanz gesetzt werden können, ist alles gut. Ei, super, dann sieht ja das schon mal gar nicht schlecht aus. Eine kleine Barrikade davor. Man, hier ist jetzt natürlich Luft drin. Aber es sieht so besser aus, als wäre es komplett Luft, ne? Super, wusste ich jetzt wieder was gelernt. Also teilweise kann man die setzen ohne Untergrund. Super. Perfekt. So, dann geht's hier weiter und hier. Stopp. Roger, langsam, langsam. Langsam, my friend. Weißt du, dann hier zwischendrin immer schön eine noch. Dann kann hier auch mal was anfliegen auf die Ballistas und stößt sich hier eventuell sein Ärschle, weißt du? Außerdem sieht es halt geil aus. Das ist ja der Hauptgrund. Es sieht geil aus. Das ist auch der Grund, warum ich es mache, ne? Weil es mir tierisch gefällt. Guck hier, wunderbar, wie das zugemacht werden kann, wenn es will. Hier nicht schade. Aber hier wieder, oder? Nee? Wieso willst du es hier nicht haben? Mach mal das so und mach mal das jetzt. Jetzt geht's wieder. Haha, das ist ja geile Geschichte. Das ist ja geile Geschichten, das gefällt mir. Super. So, und jetzt sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Bah, Wahnsinn. Und das ist nur der eine Bereich und das ist nur außen, ne? Wenn erstmal Goblinstadt innen drin wieder da ist. Sauber. Jetzt will ich aber hier vorne noch ein bisschen zuspiken. Auch hier ist natürlich eine ganz klare Sichtfläche, die man nicht außer Acht lassen darf. Au, Scheiße. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Der sitzt nach innen. Da ist jetzt der Spike nach innen geflutscht. Oder habe ich mich gerade verklickst? Keine Ahnung, aber ich habe auch gar keine Spikes mehr, sehe ich gerade. So, Leute. Den Teil haben wir jetzt. Ziehen wir aber die Wall hinten noch durch. Ich guck mal, was haben wir denn insgesamt noch an. Die brauchen wir jetzt eh. Da weiß ich nichts. Das will ich aber auch noch setzen. Das heißt, wir brauchen. Ei, komm, wir reiten jetzt mal mit ihm zurück. Komm mal her, Alterle. Halt, ich habe den Frog noch draußen. Entschuldigung. Das meine ich, wenn ich dann so verwirrt bin, weißt du? Tut mir nicht wirklich leid, so bin ich halt. Aber dieses kleine Sorry, ein Höflichkeits-Sorry, das sollte dabei sein, Leute. Halt, stopp, dreh, jawohl, rein, zirkeln, super. Hier rechts ums Eck, deinen Parkplatz einnehmen. Stopp, stopp. So, dann haben wir dich wieder drin. Guck mal, ich bleib hier immer hängen. Manchmal schafft das, dass es einfach so ganz elegant über sein Köpfle hüpft, aber halt nur manchmal. So, mein Zwägle. Jetzt holen wir den Dicken noch rein. Den Rest bauen wir dann von innen zu. Wir machen natürlich noch eine Abschlussrunde mit dem Frog. Gucken uns unsere Arbeit dann an. Das Tor will ich noch setzen. Das war so der Hauptgrund, warum ich heute eine Baurunde mache. Dass wir hier wirklich die Tore zumachen können. Halt. Jo, normal hätte das Tor zuklappen sollen gerade. Es will nicht immer. Es will nicht immer. So, jetzt kannst du absteigen. Dann hol dir mal noch die ganzen Elemente. Was brauche ich denn? Das Tor brauchen wir gleich. Die Türe brauchen wir gleich. Fundamente, Deckenelemente nehmen wir mal alles mit. Treppen habe ich auch genug gebaut. Jetzt gehen wir aber erst nochmal hoch. Schalali. Und dann oben noch ein bisschen was aus Stein gesetzt. Dann haben wir heute wirklich produktives Ründle gehabt. Nächste Woche geht es dann klar weiter, ne? Mit den Wochenziele der nächsten Woche. So schnell wie möglich möchte ich unser Baumelement holen. Da freue ich mich so drauf. Hat halt noch nicht ganz gereicht hier mit den ganzen Vorbereitungen auch für die Folge und so. Aber nächste Woche Level 60, wenn wir kriegen nächste Woche. Auf jeden Fall. Plus, wir werden nächste Woche die schwebenden Insel angucken. Wir werden unseren Community-Baum holen, das Voting starten. Also nächste Woche ist wieder einiges drin, Leute. Und wir sind dann noch lange nicht am Ende. Also für diejenigen, die so ein bisschen Sorge haben, dass ich plötzlich wieder aufhöre. Nee, erstmal nicht. Erstmal nicht, zumal jetzt dann die Herrenhauselemente langsam frei werden. Das erste Gerüstteil von den Herrenhäusern ist schon frei. Das müssen wir uns natürlich dann auch mal angucken. Ah, oh. Siehst du, Alter, jetzt müssen wir erstmal raushüpfen. Jetzt musst du von außen nochmal weiter basteln. Hier ist ja schon, wir sind ja schon hinten. Au, wir sind schon hinten. Das war falsch gesetzt. Ist aber nicht so tragisch. Der geht nicht. Der war auch falsch gesetzt. Ist aber nicht so tragisch. Ich habe so viele Elemente. Ich muss jetzt nur langsam machen, sonst müssen wir nämlich tatsächlich noch. So, hier müssen wir jetzt erstmal abstoppen. Wir haben jetzt praktisch die erste Laufebene uns rausgeschafft von außen.
Die wird natürlich hier höher, die Mauer, wie die Laufebene 1. Deswegen kommt auch eine zweite Laufebene dazu. Siehst du, mittlerweile ist es wieder einigermaßen tierfrei bei uns. Also hier spawnt jetzt wieder weniger. Ist wieder fast wie es war. Hammer, oder Leute? Wenn jetzt hier die Ballistas sind, hier oben ist der Laufweg, dann kommt ja die nächste Ballista-Ebene hier drauf. Dann nochmal eine kleine Erhöhung. Und dann ist die Wall von der Höhe fertig. Dann müssen wir sie nur noch zuspiken. Und natürlich die Innenausbauten. Auf die freue ich mich aber. Das wird cool. Ja, das wird schon ein Kasten. Ich mache einen 3 breit, glaube ich. Weil dann kann man nämlich schön auf dem Laufweg in der Mitte Treppen nach unten machen, in die Wall rein und kann da halt Sachen verstauen, wenn man Bock hat. Oder. Kamoda. Vielleicht setze ich auch Tiere rein irgendwann. Schauen wir mal. Also was mir halt tierisch gut gefällt, ist hier dann. Bist jetzt hier auf der Laufebene. Die geht dann bis hintere und auch in die Richtung bis ganz hinten. Hier kommt das Lager übrigens hin. Deswegen auch der Bereich. Es ist nicht nur die Halle unten, ja. Sondern hier oben kommt ein schönes Lager hin. Ein offenes Lager, also von der Wall aus. Hier ist ja nachher wieder zu auf der Seite. Muss man sich ja vorstellen. Pass mal auf, wir können ja schon mal, spaßhalber, hier wird ja zu sein. Hier wird dann wieder eine Ballista sitzen. Also du läufst hier lang. Ja, Schamdi-Dam. Ah, ich brauche was aus dem Lager. Und dann will ich, dass man hier reingeht. Das wird nicht so arg hoch, ja. Das wird hier, ich muss mal gucken, vielleicht ziehe ich eine Ebene rein. Das weiß ich noch nicht. Kann aber sein, dass hier einfach nur die Schränke dann nachher aufgebahrt sind. Denn wir haben noch einen zweiten Lagerbereich. Da muss ich aber noch nach unten kübeln. Nach unten basteln. Entschuldigung. Hier, ne? Hinter dieser Mauer. Wie kam ich denn da wieder rein? Jetzt ist der Voucher schon wieder hier. Hier war dann der erste. Ah ja, ich habe ja auch Kisten gebastelt. Ich wollte ja schon mal hier das Lager anfangen. Hier kommen einfach die ganz normalen Rohstoffe mal rein. Teillager Nummer 1. Direkt an der Schmiede und an der Werkbank halt von der Magie-Geschichte. Weißt du, da kommen ja die Stößel hin und alles. Ich habe doch Kisten gemacht. Guck mal hier. Die machen wir jetzt auch noch. Jetzt muss ich aber schauen, hier will ich das Tor hinhauen. Und da war das Problem. Jetzt pass mal auf. Das wird nichts mit den Holz, mit den Steinelementen heute. Ich sehe das schon. Haben wir Fundamente, haben wir nämlich hier gehabt. Ich will es zumindest hier eins rausgesetzt haben. Hier sollte dann eine Mauerstückle hin. Und was habe ich da jetzt für ein Problem gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Das ging vorhin nämlich nicht so einfach. Das würde ich dann so mal auf 3 hochziehen. Ah ja, richtig. Ich konnte hier keine Elemente mehr hinsetzen. Das musste ich jetzt mit einer Decke, glaube ich, lösen. Müssen wir nachher verschachteln. Aber hier ist ja auch schon mehr oder weniger dann bald Goblinhausen, weißt du? Ich weiß, das ist viel Theorie bei mir. Aber dieses Mal haben wir zumindest einen Bauanteil wieder drin. Langsam. So. Auf die Höhe. Ach, siehst du, jetzt sind schon die Elemente weg. Habe ich aber Glück gehabt, dass ich nochmal aufgehört habe. So, dann machen wir das hier hin. Und jetzt das Bestientor als Einrahmung hier rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das nochmal hinhaut. Nee. Nee, wie war denn das? So ist es zu weit drin, glaube ich. Oder? Und hier außen geht's nicht. Alter, warum nicht? Warum gehst du hier nicht hin, kleines Bestientor? Wenn, jetzt setze ich es hier hin. So. Ja, das ist in Ordnung. Da müssen wir jetzt mal gucken, wenn ich das jetzt hier wegmache. Das könnte ich ja wegmachen dann. Das wäre mir sogar fast lieber, weil das sieht eh wüst aus. Ja, super. Das snappt hier zumindest zusammen mit der Wall. Jo, das ist okay. Dann kann ich die Wand auch wieder wegmachen. Ist jetzt halt umsonst gesetzt, aber ich wusste nicht. Halt. Nicht, dass ich das Tor abreiße. Ja, nicht das erste Mal. Ja, wunderschön. Ich habe hier Angst gehabt, dass hier eine Lücke drin ist. So ist es in Ordnung. Dann können wir die Tür hier schon mal einpassen. Flapple. Jetzt ist das Ding zu, von innen und von außen. Wir können natürlich an friedlichen Tagen dann hier auflassen. Dann kann man hier rein. Wir können dann hier drin auch irgendwie mal gucken, dass wir eine kleine Mini, was weiß ich, wenn wir was finden, ein Schaf finden, schmeiße ich es hier kurz rein, zähm's durch und gut ist, weißt du? So. Jetzt muss ich das mit dem Frog abfliegen. Wir fliegen jetzt hoch dann. Ich will die Steinsachen noch basteln oben. Und die Schränke. Die Schränke, die mache ich dann die Tage mal. Das sind ja nur Schränke, 10 Stück. Ein paar Lampen dazwischen und dann ist gut, weißt du? Deswegen setze ich die mal hier zwischen. Wir nehmen das mit hoch. Stein nehmen wir auch mit hoch. Splitter auch schon mal. Das kann unten bleiben. Das ist auch von hier. Alles klar. Hast du Durst, Alterle? Du musst was sagen. Jetzt fliegen wir das ganz kurz nochmal ab. Bin gespannt, wie es aussieht. So, ach ja, die Gärten, können wir auch ganz kurz drüben schauen, wie es da um die Gärten bestellt ist. Ein bisschen Dünger habe ich schon wieder am Laufen gehabt, habe nachgesetzt. Ich habe halt immer Angst, dass ich es mal vergesse, weißt du, und dass uns die Pflanzen vertrocknen. Deswegen mache ich parallel immer mehr Dünger, als ich tatsächlich brauche. Ah ja, guck mal, die Ackerblumen sind schon gewachsen. Das andere Zeug braucht noch ein bisschen.
Wunderbärle. Wunderbärle. Das wird schön. Hier müssen wir noch Pilze setzen. Die zwei anderen Kringel noch befüllen. Auch mit, wir brauchen nochmal Feuerblüten, würde ich sagen. Machen wir doppelt alles, was wir so. Guck mal, jetzt sind wir natürlich hier am Abend gerade. Eine Abendabflugrunde. Das wird schon. Da machen wir den Teilbereich da drüben. Das Tor müssen wir noch aufbauen. Zähmen bei 27%. Unser Baum kommt näher, Leute. Das werde ich jetzt auch priorisiert machen. Ja, bevor ich die nächsten Elemente ranfarm und vorbereite, machen wir erstmal ein bisschen am Skill für den Baum. So. Ja, super. Ich finde, das Tor ist okay da. Das passt da gut hin. Dann haben wir drüben das Lager und die Werkstätten. Und hier hinten dann wieder unsere kleinen Bungalows für die Goblins. Schön. Es wird schön. Es wird schön. Und vor allem die Pompösität des ganzen Bauwerks kommt ja erst noch, wenn mal die nächste Ebene draufkommt, ne? So, jetzt haben wir heute tatsächlich zusammen ein bisschen an der Wall geschraubt. Das gefällt mir sehr gut. Bin ich froh drum. Ich werde hinten noch zumachen und dann werden wir mal schauen, wie wir die Goblin-Baracken raushacken da. Also rausstanzen wieder, ne? Ich mache erst zu und stanze es dann einfach raus. Den Materialverschleiß, den nehme ich da gerne in Kauf. So, jetzt ist hier auch ein bisschen heller trotz Nachtstimmung, weil ich Lampen gesetzt habe. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier tatsächlich auch noch. Ich frage mich jetzt gerade nur, haben wir eigentlich Fundamente gebastelt? Hatten wir Fundamente? Hammer, 12 Stück. Sehr schön. Setz mal die Fundamente hier hin. Die Fenster, das brauchen wir. Haben ja nicht noch was Neues gebaut. Wieso habe ich denn hier eine Tür? Das könnte der erste Eisenträger sein, den ich schon mal durchgejagt habe. Tatsächlich. Die Treppen nehmen wir auch mal noch mit. Ah, die Tür, genau. Ich habe ja extra eine Tür gemacht. Wir sind zu schwer. Entschuldigung. Alter, tut mir leid. Kurzer Moment. So Leute, noch ein ganz kleines Fitzele, ich sitze immer davor. Dann sind wir Level 58, also die St. Greif da unten. Müssen wir gleich gucken. Wir schmeißen uns jetzt auch gleich mal eine Elfe an. Boah, kurzer Moment, ich habe mich total überladen gerade mit den ganzen Elementen. Ich will doch die Türe hier schon mal reinmachen, wenn sie schon da ist. Komm, jetzt. Yeah, Wunderbärle, Wunderbärle. Lass mich mal hier noch was reinschmeißen, wenn da Platz ist. Ich muss mich echt ein bisschen ausräumen gerade. Hier ist auch noch Holzzeug. Alterle. Mach mal das hier und das hier rein. Ich habe ihn extra auf Gewicht ja schon geskillt. Jetzt mach mal die Treppen hier rüber, dass wir ein bisschen Platz haben wenigstens. Den Stein hier raus. Jetzt dürft's gehen, ne? Jetzt ist er agil. Komm, mach dir mal eine Elfe an, mein Freund. So, meine Freunde. Und es werde Licht. Jetzt pass auf, wenn ich Fundamente schon habe, wo fangen wir denn an am besten? Hier vorne ist ja eher so ein Tiereingangsbereich mit, habe ich mir überlegt, ne? Man kommt ja hier durch die Säulen durch. Und dann können die Tiere, gerade wie unsere Haustiere, ne, Hauskätzle und so, oder mal mit dem Frog geschwind anfliegen. Das würde ich hier vorne deswegen aus Holz lassen und würde hier gerne. Hier ist auch noch so eine Tür, Was habe ich denn hier gebaut? Siehst du, das habe ich schon wieder nicht mehr. Das wusste ich gar nicht mehr, dass ich hier einen kleinen Balkon hingebastelt habe. Ja, ist das super. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Hier können eigentlich Fenster hin, weißt du? Das machen wir jetzt auch mal. Dafür haben wir sie ja gebaut. Hier Fensterle, hier ein Fensterle. Ein bisschen Weg, Buddy. Mr. Buddy, dream in a dream. Schalalila. Und hier habe ich tatsächlich eine Trägerwand hinmachen wollen. Ja, wir brauchen ja auch unten brauchen wir auch eine Trägerwand. Deswegen kommt hier normaler Stein. Dann kommt da vorne nochmal ein Fensterle rein. Sehr, sehr dünn. Sehr, sehr dünn. Das wird so wunderbar bei uns. Halli, 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 halli. Entschuldigung. Gute Laune ist viel wert, ne? So. Dann haben wir hier unten schon mal so ein bisschen ausgesteinelt. Will ich das hier oben als Fenster? Ich würde das schon gern hell haben hier. Weißt du, ist ja auch die Küche. Aber gefällt mir das jetzt noch? Ja, das gefällt mir noch. Das gefällt mir noch. Und hier möchte ich tatsächlich auch offen lassen. Ist ja der Küchenbereich. Deswegen kommen hier Trägerwände hin. Also Trägerwände sage ich immer, das sind eigentlich Stellwände, wo man was dagegen stellen kann. Weil hier jetzt einen Schrank dagegen stellen, ist ja Blödsinn. Es wird hell. Wir müssen kurz gucken, Leute. Ah, herrlich, herrlich. Ich mag es hier bei uns zu Hause. Es gefällt mir so tierisch gut. Ja, Voucher ist gut. Voucher ist gut. Singe nicht, du kannst es nicht. Jetzt müssen wir mal kurz hoch. Wie war denn der Stand am Schlafzimmerle? Ja, das passt schon. Das passt schon. Da war ich noch nicht sicher, ob ich es drei hoch haben will oder zwei hoch. Wunderschönes kleines Schlafzimmer. Ein bisschen kühl mit dem vielen Stein, aber okay. Gibt's Schlimmeres? Hier kommt auf jeden Fall. Hier kommen auf jeden Fall Fenster rein. Und zwar überall. Da ist mir auch egal, ob die Lampe davor steht. Das hier hinten kann wieder so bleiben. Das ist klar. Hier habe ich noch überlegt gehabt, ob ich runterhüpfen will. Habe ich jetzt aber verworfen. Dann machen wir das hier zu. Muss ja irgendwann mal zugemacht werden. Hier wird auch zugemacht.
entsprechend mit diesem Element. Und jetzt will ich hier rüber eigentlich... Ne, jetzt stopp, da gehört das andere dann rein. Ja, ja, das ist... Warum hat sich denn das so hässlich hingesetzt? Oh! Das ist... Na, das kann so nicht bleiben. Siehst du das, wie das hier versetzt ist? Wenn ich jetzt hier ein Fensterelement dran snap, dann wird es hier ungerade. Wieso wird es jetzt hier ungerade? Das heißt, die Mauer stimmt und die stimmt nicht. Muss ich gucken. Ich weiß, was ich da schon wieder gemacht habe. Da bin ich verrutscht mit meinem Fundament-Deckengemisch, ne? Ah, das ist vielleicht gar nicht so toll dann. Mach den mal weg. Schade um die Mats. Oh, die Zeit. Ich muss auf die Zeit achten. Pass mal auf. Gibt es die Möglichkeit, dass ich's... Nee, nee, nee. Das ist bescheuert, ne? Ah, ist das mies. Doch, der hat sich gerade nach darüber bewegt. Ich muss mal von oben probieren. Also wenn das nicht gerade ist, muss ich die Ecke nochmal umbasteln. Nee, ne? Also es ist schon gerade, aber nach innen versetzt. Ich dachte gerade, ich hab's. Einen Versuch machen wir noch. Nee. Nee, nee, das muss dann hier irgendwie anders machen. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade etwas neben mir. Neben mir. Ja, das ist aber eigentlich ganz einfach. Ich baue jetzt einfach hier eine Wand hoch. Weißt du, die dann praktisch hier dran snappt, dann passt es. Aber das kann ich jetzt nicht aus Stein machen, oder? Nee, das kann ich nicht aus Stein machen. Jetzt habe ich aber keine Holzelemente mehr, oder? Habe ich hier? Doch, hier, pass mal auf. 1, 2, 3. Kurzer Moment. Da lassen wir uns jetzt nicht lumpen. Das kann jetzt erstmal rein. Da machen wir jetzt heute eh nicht mehr weiter. Das kann mal rausgeschwind. Jetzt muss diese Wand hier auf dieselbe Höhe wie die. Jetzt ist die Frage, wo sich's angesnappt hat. Das werden wir jetzt gleich erleben. Wieder nach innen, gell? Der ist wieder nach innen, aber der könnte jetzt... Jetzt komme ich hier nicht mehr rein. Zugebaut, das war's. Wir müssen uns eine neue Hütte suchen. So Leute, Baurunde heute. Nächste Woche starten wir wieder voll durch. Dann wirklich auf die Endskills hin. Wir schauen, dass wir so viel wie möglich von den Skills erledigen. Und natürlich Endlevel. Endlevel ist ganz wichtig. Jetzt pass auf. Siehst du, es geht. Jetzt geht's. Jetzt ist die Mauer gleich. So kann man das dann halt ausgleichen, aber das wisst ihr ja selber auch schon. Jetzt kann ich hier den Durchgang, den würde ich ja eh gern offen lassen, dann baue ich das jetzt wieder weg. Und das hier baue ich auch wieder weg. So, jetzt habe ich das gerade, wie ich es wollte, habe meinen Durchgang trotzdem hier. Natürlich ist hier so eine ganz kleine Sichtlücke drin. Das liegt aber daran, dass dieses Element, aber das stört mich jetzt nicht. Zur Not mache ich hier tatsächlich noch zu und mache eine Tür rein, weißt du? Eine Steintür. Das können wir auch machen, dann ist die Bude dicht. Das können wir auch machen, aber ich habe jetzt keine Steintür mehr. Lumli, 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 lum. Wir gucken mal, vielleicht können wir eine bauen. Wir haben aber, glaube ich, zu wenig Stein gerade da drin im Dings hier. Pass mal, doch, da ist eins. Craft-Item. Ich bin der Item-Craft, ich bin der Ei, die Säulen wollte ich aber dann noch setzen. Machen wir das hier wieder darüber, das machst du hier wieder rein. Wo ist denn jetzt die Tür hin? Lalali, die setzen wir jetzt noch zusammen, die Türe. Ein Deckenelement setzen wir und dann will ich die erste Säule unten noch tauschen, schauen, wie es aussieht, weil die will ich schon aus Stein haben. Jetzt pass auf, pass auf. Pass e mol uf. Dann machen wir hier wunderschön die Tür. Natürlich, die Tür selber ist nicht dran, aber der Türrahmen. So rum, Entschuldigung. Und das hier würde ich gerne hier oben drüber setzen. Ja, da haben wir nicht ein Fensterelement gehabt irgendwo? Haben wir nicht ein Fenster gehabt, Leute? Da können wir nämlich da ein Fenster reinmachen. Schauen wir mal, wie es aussieht. Hier ist es. Yeah. Da schauen wir dann auch mal. Vielleicht sind ja Holzfenster schöner. Müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir erstmal dieses hier. Siehst du? Dann ist nämlich hier wunderschön. Und man kann es auch ja aufmachen, wenn man Bock hat. So. Ist okay, ist okay. Dann kann hier auch das Gammelfleisch, nämlich der Duft abziehen vom Gammelfleisch und so. Jetzt pass auf, machen wir noch die Säulen und dann machen wir wieder aus. Die Zeit ist schon wieder rum. Aber heute waren wir produktiv. Ich muss sagen, wir haben einiges gemacht. Selbstverständlich, klar. Produktiv in dem Sinne, dass wir das Zeug verbauen, das ich vorgefarmt habe. Aber hallo. Ne, wir können uns natürlich überlegen, ob wir lieber farmen oder bauen. Stopp. Da musst du näher hin, Alter. Das haben wir doch schon mal gehabt, das Thema. So, jetzt habe ich nur da unten wahrscheinlich das Problem, dass diese Holzschichte hier bleibt, oder? Ist das noch... Ist das so wie schon mal? Das hatte ich schon mal. Jo, das kann sein, dass das wie schon mal ist. Das kann sein, Alter, ne? Müssen wir mal gucken. Ich habe das schon mal gehabt, dass ich praktisch das Holz hier nicht mehr weggekriegt habe. Da musste ich irgendwas machen. Ich kann euch aber... Haben wir gerade eine Säule irgendwo hingesetzt? Ich weiß es, jetzt hat sich so angehört, als ob ich mich versetzt habe mit einer Säule. Hier eine hin. Hier eine hin. Wie das schön wegplatzt.
Ich stelle mir dann mal vor, dass es so angeliefert worden ist, weißt du? Und dann platzt es hier so weg, dieses Umholz. Hier, das ist bescheuert. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Wie habe ich denn das damals gemacht? Weiß ich nicht mehr. Hier klappt es, ne? Bei manchen klappt es nicht. Und ich meine, dass ich dann. Wie viel soll das? Machen wir die weg. Demolisch die mal. Ah, geil, geil. Das ist ja noch cooler. Allerdings ist die nicht ganz bündig auf dem Boden. Das gefällt mir ja eigentlich nicht. Ich darf jetzt hier nur den Berg nicht runterknallen gleich. Warte mal, gehen wir mal zurück ein Stück. Jetzt sitzt's. Jetzt haben wir sie tatsächlich bis unten. Ich bin da, das sieht man fast nicht. Ich weiß durchs Gras, aber ich bin da so ein bisschen. Ne? Ich brauche das dann schon so genau als möglich. Nee. Ja, das kann ich aber auch offscreen nochmal machen. Ich wollte euch nur schon mal zeigen, dass wir hier tatsächlich dann Steinsäulen hinmachen. Hier ist wieder eine, die wunderbar klappt. Ohne große Umbauaktionen. Sehr schön. Und die da vielleicht noch? Kriegen wir die noch? Das wäre super. Majo, komm, hilf mir mal, Majole. Ihr seht schon, das ist nicht immer drin, ne? Hier klappt es dann wieder. Da muss ich da unten wieder rumkübeln gleich und so weiter. Ist ja aber nicht so tragisch. Simple. Firm. Simple. Ich glaube, das Simple muss ich wegmachen, gell? Siehst du, hier hängt es nämlich so raus und das ist also nicht Sinn des Erfinders. Da ist nur nicht immer die Snap-Stelle, wie ich sie gern hätte. Weißt du, aber es hat ja mit dem Holz geklappt, dann muss es ja eigentlich auch mit dem Ding klappen. Muss ich nochmal rumtüfteln. Es wird auf jeden Fall so schön, wie es war. Gar keine Frage. Und ich finde diese Steinträger auf Holz auf jeden Fall schön. Also die Mischung gefällt mir. Jetzt ist es natürlich ziemlich zerkratzt gerade. So, ne? Aber es sieht dann ein bisschen filigraner und feiner aus. Jetzt baue ich noch ein paar Säulen und gucke, dass ich das aufs nächste Mal irgendwie schön gemacht bekomme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Säulen brauche ich dann noch. Die bastle ich jetzt noch. Wir sehen uns morgen wieder mit dem Einstieg der Woche. Dann werden wir auch den Wochenplan nochmal ein bisschen genauer aufrollen. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch schon ein Stückle weiter geschafft. Was jetzt hier halt als nächstes dann irgendwann kommt, sind die Dachschrägen. Dann den kleinen Ofen, der dann den Kamin, der soll ja rausgucken. Der Kamin soll von außen ja zu sehen sein. Wie er dampft, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, wunderbar. Alterle im Schlafzimmer, ein bisschen auftanken, dann machen wir gleich noch eine kleine Runde, mache ich noch weiter. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein, Leute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen hier wieder sehen, ne? Vielleicht machen wir dann auch in der Wall noch ein bisschen. Ah, mal gucken, wir haben so viel noch zu tun. Bis dann.